Hallo YouTube. Hallo Freunde des Let's Plays. Eure Swordy-Bande nach langer Abwesenheit zurück mit der 140. Ausgabe R3E Multiplayer. Willkommen zu den 60 Minuten von Laguna Seca. Wir haben jetzt noch das Qualifying vor uns, das werde ich überspringen. Nur jetzt, wo es gerade noch ruhig ist, die Einleitung. Ich weiß gar nicht mehr, wer geladen hat, Sven oder Tim? Ich. Der Tim. Okay. Und ich habe mich einfach mal dazugesellt, ich war so frei. Und natürlich muss ich die Jungs auch wieder mit einer Aufnahme belästigen. Ich fange mal oben an. Der Ernst ist dabei. Hallo. Der André. Guten Abend. Das Chaos. Hallo. Der Tim. Moinsen. Sven, unser Host. Hallo. Der Jochen. Jawohl, hi. Der zweite Sven, das Krümelchen. Hallo. Der Lars. Moin. Stefan. Hallo. Und der Tommy. Wir fahren allesamt, Tommy. Timmy, kannst du mich gerade vorbeilassen? Der ist gerade weg, ne? Der Tommy ist gerade Gassi. Wir bringen Hund raus. So war das doch, genau. Wir fahren alle gemeinsam den Ruf RT12R Dankeschön. GTR 3. Kein Problem. Mit, ich glaube, doppelt Spritverbrauch, doppelt Reifenverschleiß. Ja, genau. Somit wahrscheinlich pro Nase ein Stop, zwangsläufig, in Laguna Seca, war ja klar. Und ich wünsche uns allen schon mal viel Spaß. Jetzt geht's ins Qualifying, wie gesagt, das werdet ihr nicht mitbekommen. Aber dann zum Rennen hören und sehen wir uns wieder und dann geht's richtig rund hier. Bis dann. Ja, sonst lass uns nach der Reihenfolge joinen. Das kriegt ihr doch nicht hin. Dann klickst du drauf und dann ist einer 10 Sekunden länger in der Warteschleife. Da geht eine Stunde das Rennen, da gewinnt sowieso der Schnellste und der langsamste Verlierer. Ja, das stimmt. Er hat ja recht. Einfach rauf und dann. Bei 15 Minuten wäre jetzt was anderes oder so. Dann schenken wir den Sieg und alles ist gut. Genau, so machen wir das. Bin dir nicht bei Wünsch dir was. Boah, ich habe einen ziemlich hohen Ping auf dem Server. Ich denke, auch wenn du vorne fährst, hast du 10 Mann hinter dir, die sehen, wie du rausrutscht. Und mir war alles gut. Oh, Matthias startet als Erster. 120er Ping, was ist hier? Oh, dann muss er als Letzter sein. Matthias hat einen 17er Ping. Ne, jetzt hat er einen höheren. Ne, jetzt hast du einen 30er, 25er Ping. Ja, nee, der Server hat einen. Ne, weil er joint, deswegen schwankt ihr, Leute. Alles die sind mal je nachdem, wie schnell die Brieftaube schlägt gerade. Ja. Wie finde ich das ist, oder was? Wenn ja, du dann wie hast. Schnell dein Internet ist. So. Die Keine Uhr läuft, fahren. Bei mir steht immer noch 5 Minuten. Nee, Minuten die Uhr läuft bei 3:30 steht die Uhr. Ja. Okay. Jetzt nehme ich den BMW. Ja, mach du das Pace Car, gib mir das. Von welchem BMW genau. Spricht er eigentlich die ganze Zeit? Alpine BMW. Dann fahr ich Sport GT. Ja, wir fahren jetzt schön auf unseren. Ich fahr Bentley. Hier geht's ab, ey. Benehmt euch mal wie zivilisierte Schweine. Oh, ich steh beim. Wer fährt da raus? Ihr könnt alle Donuts machen, das ist unfair. So, von wo starte ich denn? Uah. Von Position 8, naja gut. Kegel abräumen! Komm schon vorbei, keine Angst. Okay. So, und wer in der ersten Runde einen abräumt, zahlt 5 Euro eine Klassenkasse, ne? Auf jeden Fall. Wahrscheinlich bin ich das dann gleich wieder. Wer lässt dir den Motor schon wieder platzen? Stefan, den Stabi ein Weich und den Flügel auf 3, das war's bei mir, das ging gut. Ja, ich lass Flügel auf 2. Also 1 geht auch, aber. Nee, 3 war gut. Der ist ja so stabil auf dem Heck. Ey! Beschwer dich doch. Machst du, okay, hab ich verstanden. Das war's damit, mein Motor, der ist aus. Von dem bisschen gibt's doch nicht. Oh Mann. Ich glaub, das, sorry, Matthias. Das kommt aber, in die Bloopers. Aber vorne mit 200. Das ist überhaupt wer jetzt? Namen gar nicht an. Da geht nichts. Ja, kaputt. Jetzt ist Getriebe auch noch hin. Sven oder Hecke. Bisschen demoliert das Ding. Die Zeit ist noch? Ich hab die Uhr nicht an. Also die ist 21. Aber natürlich mit 200 km/h ein reinfahren, da passiert nichts. Oh.
Ey! Sind jetzt eigentlich alle 11 Mann auf dem Server? Ich hoffe. Okay. Und bleiben auch alle 11 drauf, das finde ich sicher. Ja, hoffentlich habe ich nicht wieder den Scheiß-Bug. Aber wenn ich den hab, dann fahrt ihr, Leute. Ey, wer war das jetzt? Nicht über das Startziel fahren, das gilt nicht. Das gibt nämlich einen Startplatz. Eigentlich müsste jetzt der Sven rausfliegen. Oh! Wie beim letzten Mal, oder was? Ja, der Sven fliegt auch irgendwas mal raus. Ich glaub, da haben Hotfix dafür. Ja, aber der hat irgendwie nicht funktioniert. Leute, fahrt nicht über Start und Ziel, fahrt in der Box. Domi! Fahrt doch, steh auf Start und Ziel, ja. Wie, fahren wir alle in die Box oder was soll das jetzt? Freiwillig? Doch cool. So, wie machen wir das jetzt fliegend oder so wie wir starten? Nein! Wir sind jetzt, starten jetzt so wie wir mal hier auf den Server gekommen sind. Ja, wenn es Crash gibt, machen wir Virtual Safety Car und dann holen wir Leute wieder zusammen. So wie es du bei der Meisterschaft. So, jetzt gucken, hoffentlich, ich hoffe, wir bleiben alle drauf. Also ich bin drauf. Ich bin drauf. So, nun aber zum zweiten Mal in die Startaufstellung. Jetzt in irgendeiner Reihenfolge. Wir hatten leider gerade ein paar technische Probleme, weswegen wir es nochmal versuchen. Ich starte vorne. Okay. Ausnahmsweise. Also jetzt Einführungsrunde, oder? Nein! Nee. Voll drauf! Nein, voll drauf, alles gut. Ja, okay. Wow, da war Jochen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es wird in Kurve 1 gleich hängen. Ich lasse mal ihnen ein bisschen Platz. Ich hab's auch versucht, wenn andere. Der Stefan da durchkommt, die Sau! Prompt geht's schon. Jochen in! Hinter mir ist die Hölle los. Nicht auf dem Highway, sondern auf Laguna Seca. Scheiße. Super Start. Drei Zehntel gerade auf den André verloren hier. Wow! Oh, nein! Weißt du, die ganze Zeit passiert mir hier nichts. Nein! Ziemlich viele Neins hier vorne. Entgegen meiner Gewohnheit fahre ich jetzt heute mal über Pedals und nicht über einen Shifter. Dafür ist es hier einfach zu kompetitiv heute. Steht dir recht, Jochen. Jochen, ich bin noch nicht. Du hast mich rausgedreht. Mach doch. Ich war nur neben dir und du ziehst rüber. André war da, wo war ich daneben? André, der war ganz links. Der Sieg wird eh unter Stefan und Sven ausgemacht. Jetzt wartet mal auf mich, Leute. Es staut sie hier sowieso, also. Hey Tommy, das Auto steht hier nicht. Nee, bei sie grün. Gibt's nicht, Tommy. Jochen und Lars. Ja. Ich komme. Ja, kannst du auch. Florian und die Hecke. Wow. Achtung. Sehr selten, dass ich die beiden da vorne noch im Blick habe für euch. Hey, deutlich schneller als im Qualifying, das finde ich gut. Komm, Lars! Oh, ich komm. Das haut uns der Tommy ab, die Freunde. What the fuck? Moin, Lars! Oh, komm, das kann doch nicht wahr sein! Hier ist nichts passiert. Ich hab Karosserieschaden. Na, feine Box aus reparieren. Einen virtuellen.
Das heißt, dass meine Karosserie eingeditscht ist. Scheiße. Wem sagst du das? Oh, wir fahren die beide hinterher. Ja. Sven! What? Nein! Scheiße! Oh. Ey, Leute! Ihr sollt hier nicht... Oh, Sven, dein What Auto... What Sorry, ich bin Brain AFK. Hat man gemerkt. Ich hab mich so an Sven sein Auto aufgegeilt. Yeah. Ich kenn Leute, ey. FSK 18. Muss Matthias wahrscheinlich machen. Ja, ja, piep, 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 piep. Genau. Obwohl, ich glaube, da müssen wir die Belehrung des deutschen Schulnudels auch FSK 18 ansprechen. Oh, nein, nicht du wieder mit der Lüge. Gerade mal 5 Minuten vorbei und ihr wird schon... Boah. Ja, Tim ist schon im After-Race, merkst du das? Ja. Ruhe, Jochen. Leute, hier vorne versucht jemand ernsthaft Rennen zu fahren. Okay, der Witz war gut, ich weiß. Aber einen Moment waren sie alle sprachlos. André, du bist mir viel zu nah dran, weißt du das? Sorry Lars, mein das Auto ist krass, ich find scheiße. Oh ja, kein Problem. What? Ich wusste gar nicht, ach komm! Sorry. Was ist passiert? Mein Fehler. Achso, okay. ...1,27, haha! Boah, das kann nicht wahr sein, ey. Richtig, was ist los, Jungs? Strafen sind aus, oder? Du kannst auf dieser Strecke nicht überholen. Hä? Wer ist denn vorne von euch beiden? Ach, Stefan, wie kam das? Weil ich in der Kurzfuhr einen riesengroßen Fehler gemacht habe und gerade irgendwie nur noch rutschen habe. Mir geht's genauso. Wir auch, aber auf anderem Niveau. Ah. Das gibt es nicht. Wieso hatte ich... Ach, der Tommy wieder hier. Ja, neue persönliche Bestzeit für dieses Rennen. Für dieses Rennwochenende. Nichts.
Was ist das für ein riesen Aero-Schaden, der mir fährt? Ist das der Sven? Ja, deswegen habe ich mich auch aufgegeilt. Den will ich jetzt aber auch sehen. Ja, dann gib Gas, Lars. Ja, mach ich schon. Ernst, zieh mich schon dahin. Oder Florian. Ernst, ja, was sagst du? Kannst du gut dranbleiben auch. Ja, irgendwie kann ich besser hinterherfahren als vorwegfahren. Zehntel der Korkscrew gerade durchs Querstellen verloren. Das hat einen André gefreut. Da ist er wieder. Ja, ich wollte auch gerade fragen. Wo ist er auf einmal hin? Aber nee, ja. Er ist wieder da. André hat nur seine üblichen Problemchen. Was? Schon wieder? Oh. Der Tarnmodus, ihr sollt mich nicht überholen. War ich gerade verschaltet, weil jetzt bist du weg. Ja, jetzt bin ich schon wieder weg. Ach Mann. Hör dich aber noch, André. Naja, das ist klar. Ich sehe auch wieder nichts mehr. Du bist mir auch viel zu dicht auf den Fersen eigentlich. Müsstest du noch 6 Zehntel weiter hinten sein. Laut letzter Zeitmessung. Ich sehe wieder gar keinen. Ach Mann. Hieß es nicht letztens, das sei jetzt bei dir auch behoben? Ja. Das Spiel macht, was es will. Da war ich irgendwie gar nicht drin, halt. Ich drehe mich, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Eine persönliche Bestleistung. Wie war das vorhin mit Durchschnittszeiten? Werden 1,24er sein? Von den beiden da vorne? Nee, die sind schneller und der Rest dahinter ist deutlich langsamer. Großleben. Ich habe mir die Zeiten im Leaderboard angeschaut und habe mich da ein bisschen verschätzt. Ja, im Rennen ist das irgendwie was anderes. Ja, ich denke im Rennen so 1,25 kann das passen. Also ich habe gerade eine 1,25.0 hingelegt, aber... Hey, ich sehe euch wieder. Yay! Viel zu viel anfällig, das Wardy. Du, genau, ich habe jetzt schon 96% auf meinen Reifen. Nach 13 Minuten. Also ich habe 99 und ja, 3x98. Oh, jetzt habe ich auf den Reifen geguckt und zu spät gebremst. Oh. Sauber, Jochen, sauber. Und angeschlagen. Motorschaden? Ich weiß ich noch nicht. Der Motor ist hinten, also unwahrscheinlich. Ich habe dafür auch nicht die Corkscrew verhauen. Man sollte sich nicht mit euch unterhalten. Ja. Basiltante Zimmer zugeschlagen. André hat mich schon wieder aufgeholt. Konnte wenn er mal sehen. Zu sehen ist. Oh, ich kann dich sehen, ist schon mal gut. Ich kann dich auch. Nein, ich kann dich momentan nicht im Rückspiegel also, sehen. Also, ich entschuldige mich, wenn ich jetzt André irgendwie wegschubse oder so, weil ich sehe ihn nicht. Nee, du kannst mich ja, glaube ich, nicht wegschubsen, oder? Weiß hast du das nicht mal ausprobiert? Ja. Du warst auch so Ping-Probleme. Ja. Kannst du einen wegschubsen oder kannst du weggeschubst werden? Ja, wir hatten das in Shanghai mal ausprobiert. Da haben wir einen Mustang in die Luft katapultiert. Ah, scheiße, scheiße! Boah, Entschuldigung, Stefan. Also letzte Woche in Bathurst war irgendwie alles weg. Aber da habe ich mal bei meinem Antivirus-System geguckt und das irgendwie ausgeschaltet, jetzt besser.
Momentan ist Patrick vor André laut Zeitentabelle. Ich sehe ihn aber im Rückspiegel. Ich bin direkt hinter dir. Okay, ja, jetzt passt doch wieder in der Tabelle. Ne, tauscht momentan lustig durch. Ich passe einfach auf, wenn irgendwas ist, ich fahre zur Seite. Ulas, das sieht böse aus. Ja, ich dachte, der Sand wäre auch ein bisschen griffig. Der ist überhaupt nicht griffig. Ah, mein Motor ist schon wieder hin. Was ist das denn? Ich fahre zu auf dem Begrenzer anscheinend. Hey, ich sehe wieder was, jetzt bin ich doch hinter Patrick. Du bist hinter mir. Hinter. Du, ja, du bist hinter Tommy. Ja, meine ich ja. Auch noch. Und der Patrick. Wir haben keinen anderen Patrick momentan hier. Bin täuscht nicht da. Kann ich ja wieder angreifen. Selbst heilende Internetverbindung. Gut sowas. Sollte man sich patentieren lassen. Ein Viertel ist geschafft. Ich schwitze jetzt schon wie ein Ochse. Ja. Also ich liebe es hier. Oder bin ich das? Nein, komm runter vom Genies. Naja, wir sind ja beide zu dritt, sind wir auf ungefähr gleichen Speed, würde ich sagen. Ja. Oder Jochen? Leider. Ich fahr zu oft durch den Sand. Ja, du bist eigentlich ein bisschen schneller als ich, aber du fährst so oft durch den Sand. Richtig. Und ich mach's gerade auch. Wow. Und oh, Lars. Das ist die Dornigenstelle. Alter, das wäre jetzt aber auch. Boah, die Karre untersteuert ganz schön mit 95. Was ist denn da vorne los? Die kommen gar nicht mehr weg. Ich glaube, Tommy kann schon mit Auge zu mein Heck zeigen. Nein! Ja, das war's. Das heißt? Motor. Eingeschlagen vorne seitlich. Oh. Getriebe und Motor am Arsch. Nur weil ich mal kurz weggeguckt bin. Naja. Haben wir einen Favoriten schon mal geschlagen. Dann müsste ich jetzt meinen Motor mal ein bisschen schonen, damit ich über die Runden komme. Kannst du sogar schaffen, Matthias. Das mit dem Motor schonen oder über die Runden zu kommen? Mit dem Motor. Ein Podium ist noch lange nicht sicher. Davon spricht ja momentan keiner. Nur die Motorwarnleuchten nach 13 Minuten schon anzuhaben, ist suboptimal. Ja. Warum schaltest du denn auch nicht? Boah, ey. Ah, Mist. Mir fehlt jetzt echt die Leistung. Muss ich jetzt durch Wahnsinn wettmachen. 13 Minuten noch auf den Reifen, ey. Ich glaube, ich habe hier am Ende 90er Reifen. Viel Spaß. Ich hab jetzt schon untersteuert über die Keule. Kannst du schon mal wechseln? Kannst du nachher nochmal wechseln? Oh shit, jetzt hab ich wieder auf meine Reifen geguckt. Dazu muss ich ja erst aussteigen, damit ich meine Reifen wechseln kann. Du hast ja keine Boxen-Crew. Aber denk dran, mit einem normalen Wagenkreuz kommt's ja nicht weit. Mal ein bisschen modifizieren, dann passt das. Ich hol Patrick an die Box, der macht das für mich. Boah, meine Reifen schwimmen auch. Ja, du weißt nicht, wie sich das mit 94er Reifen anfühlt. Boah. Machst du das? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Tommy, wo hast du denn den Speed gefunden? Oh, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen ans Auto, ne? Ich habe ihn ein bisschen aufgehalten. Der hängt mir zu seinem Getriebe, der Kollege. Das, boah, heißt, das ist echt spannend. Beim Motor schafft es dann doch nicht mehr. Mensch, Mensch, Jochen, das wird knapp. 1,5 Sekunden im zweiten Sektor, der Motor ist echt hin. Downshift Protection. Und jetzt ist er von endgültig weg. Ja, ich drehe mich gleich wieder. Ich habe mich schon zweimal in der Corkscrew gedreht in dem Rennen.
von Übersteuern gekriegt hat. Kommt halt davon, wenn man so einen Flügel fährt. Ja, das mag sein, aber deswegen kommt er wie so eine Kurve und ist nicht so untersteuern. Bist du auch aus oder was? Ich fahr noch. Nee, ich red vom Jochen. Mit der nee, fährt vor mir. Also, nee, ich hab mich zweimal vorhin rausgedreht. Da hab ich schon drei vorbeigelassen. Kann oh, nochmal machen. Ich bin da reich und wieder. Oh, ey, dieses Handy nervt mich. Wie viel war das? Wie viel Sprit hatten wir am Anfang? Ich glaube 120 Liter habt ihr. Ah, klar so. Danke. So langsam rück ich dir auf die Pelle. Ja, ich habe ja gerade Start und Ziel wieder nicht durchbeschleunigen können. Und der Arsch gekommen ist. Das wird schwerlich. Überholen, ja. Muss ich Fehler machen. Besonders weil du halt einen viel geringeren Flügel fährst und dadurch mehr Topspeed hast. Das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte. Was aber mein Sinn und Zweck der Sache auch sein könnte, dass ich vielleicht einen Ticken später bremsen kann. Tommy hat mir jetzt in einer Runde 2 Sekunden abgenommen. Die Sau. Ja, ich bin noch 1,5 Sekunden hinter meinen Möglichkeiten. Danke, Motor. Du musst immer, wenn diese rote Lampe links angeht, Matthias, dann musst du hochschalten. Dabei ist doch Tommy sonst immer der mit dem Motorproblem. Ja, aber das war vor der Downshift Protection da, soweit ich mich entsinnen kann. Nee, vor der Automatikkupplung, die ja immer. Aus, aber ich hab auch keine Automatikkupplung, die brauchst du bei der Karre nicht. Ja, bevor die Automatikkupplung bei den Dingern funktioniert hat. Achso. Das stimmt. Wo leuchtet bei dir eine rote Lampe, Jochen? Das würde mich mal interessieren. Unter dem Lenkrad wahrscheinlich. Ja, das ist ein Lenkrad, 2 Stück. Aha, sehe ich nicht. Ich sehe es auch vor. Nicht. Was? Im Cockpit, links. Links vom Lenkrad. Am Lenkrad. Ach, da ist mein Lenkrad drüber. Ah, shit. Das Lenkrad habe ich ausgeblendet. Scheiße. Ich fahr mit Lenkrad. Ich sitze gleich ein bisschen tiefer. Ja, ich sitze eher oben, damit ich die Motorhaube sehe. Ja, ich nicht, deswegen sehe ich die Lampe. Wenn man simuliert, dann muss man schon die Körpergröße mit simulieren. Ja, okay, da ist was dran. Aber halt nicht drüber nachgedacht. Wenn wir über die Größe bedenken, würde ich, die 6. Oder würden wir ja gar nicht reinpassen. Da ist was dran. Auf jeden Fall nicht. Ach, was ist denn das? Wobei mein Kumpel fährt ein Cayman, da passe ich auch rein. Ich glaube, ich würde da noch gerade so reinpassen mit meiner 86. Ja, die hatte ich mit 14 auch mal. 13 immer noch. Boah. Letzte scheiß Kurve, da komme ich immer nicht gut raus. Deswegen gibt es bei den Autos eine Traktionskontrolle. War was? Traktionskontrolle. Was war's für Kinder? Travas. Jetzt wurde, fährst du mit Traktionskontrolle? Weiß ich nicht. Ich hab daran nichts geändert. Also, dann werde ich wahrscheinlich ja, ohne fahren. Ja, komm, 3% Traktionskontrolle bringst jetzt auch nicht, Jochen. Die geben mir ein bisschen Stabilität im ersten Gang, aber das war's dann auch. Also, wenn die Autos so haben, dann fährst du auch damit. Ich ja. Mach's zumindest mal. Ja, erlaubt bei dem Kahn. Ja. Aber damit habe ich momentan kein Problem. Ich habe halt ein Problem damit, dass mein Motor nicht mehr will. Ich habe eher ein Problem mit meinem Untersteuern. Deswegen setzen wir den Flügel runter, damit das Untersteuern nicht so... Das liegt an meinen Reifen, immer noch. Ich habe inzwischen 92. Ja. Was machst du mit den Dingern? Der rutscht zu sehr. Fährst du jede Kurve quer, oder was? Nee, ja, so nach dem Motto. Untersteuern, das ist ein Untersteuern, deswegen rutscht der. Und dadurch kommt mehr Untersteuern und dadurch mehr Rutschen. Ja, aber gestern hatte ich nicht so massiven Reifenabrieb. Komischerweise, ich war genau das gleiche Setup. Eieiei. Ja, aber gestern hast du auch keinen Druck gehabt und bist ab und zu mal wieder reingefahren. Ich habe heute auch mehr, wo ich hinter Stefan hinterher gefahren ist, wesentlich mehr Reifenabrieb gehabt, als wenn du alleine fährst. Im Endeffekt, wir haben doch gestern getestet. Ja? Da hatte ich nach 15 Minuten warte 97. Ja, aber du bist aber alleine gefahren. Du hast keine Autos vor dir oder hinter dir gehabt. Also ich habe jetzt auch noch 97. Ich bin kein Reifenflüsterer.
Doch, doch, du bist ein Reifenflüsterer. Erzählt wer? Nur weil ich im Brands Hatch einmal ein glückliches Händchen hatte. Mann, Jochen, nicht wegziehen. Ernst, ich achte nicht auf meine Rückspiegel, die sind zu weit im Sichtfeld. Okay, okay. Also vorher ankündigen, wenn du mich irgendwo überrumpeln möchtest. Ach, du hast keine Leistung mehr, oder was? Nee. Ich bin momentan TTS, oder? 1,5 Sekunden langsamer auf eine Runde, weil der Motor überdreht wurde. Okay. Dummer Idiot, ich. Beim Hochschalten oder was? Weil beim Runterschalten geht's ja eigentlich. Zu lange im Begrenzer gefahren. Ah, okay. Der war schon vor 10 Minuten hin. Was ist denn los, André? Blödsinn. Ach, der letzte Sektor. Wow. Ich gehe vorbei. Ah, sorry, ich habe das innen nicht verstanden, nicht realisiert. Ich wollte dir gerade innen Platz machen, damit du außen vorbeigehen kannst. Aber irgendwie, das war natürlich doof, sorry. Also wenn Matthias so weiter Performance verliert, können wir den sogar noch kriegen, Jochen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist gut. Dieser scheiß erste Sektor. Da komme ich mal ganz gut weg, ne? Aber Corkscrew, da bist du wieder dran. Corkscrew ist mein Sektor. Da habe ich auch mein Setup draufgelegt. Beziehungsweise da hilft mir, glaube ich, eher der Flügel. Lars dreht sich auch nicht mehr weg, das ist auch schön. Ja, aber ich vergesse die Kurven hier die ganze Zeit. Boah, dein typisches Standardproblem wieder, oder was? Ja, ich dachte, dass wir die zweite Schnelle links war, aber die erste neigt zu spät geblieben. Jetzt hast du hier richtig Zeit gewonnen. Ich hab's auch einigermaßen gekriegt, hier. Boah, Matthias, du verlierst richtig Zeit, oder bist du in der Box? Letzteres. Jetzt muss ich nur die richtige Taste finden. Hab ich. Boah, ja. Da ist aber früh. Ja. Jetzt auch an die Box. Scheiße. 4 Minuten vor... Nein, ich geh nicht an die Box, Jochen. Da habe ich nachher ein leichteres Auto für den Schlussspurt. Aber auch schlechtere Reifen. Naja, die hatten jetzt noch 97%. Das ist schon okay. Kann man 90%. Du fährst gleich auf der Felge weiter, habe ich so das Gefühl. Also ich habe 6er Flügel, aber 97%. Also meine Reifenanzeige ist inzwischen schon rot. Okay. Oh, ein bisschen weiter außen. Und ich verliere Zeit auf Jochen ohne Ende. Nein, nein, nein. Also ich habe 96. Ja. Ich habe auch noch 97 drauf. Ja, vorne 97. Ja. Haben wir es jetzt? Ah ne, jetzt erst die Reifen, oh Mann. Also ich hätte eigentlich ohne Reifenwechsel durchfahren können. Ja, dann endest du so wie ich. Ja, eben. Also halbwegs schnell, wie auch ein bisschen noch bis 91%. Und ab jetzt zieht er mir weg. Kann es sein, dass der Stefan mich jetzt überrunden möchte? Nee. Sondern? War mal. Sorry, Stefan, es musste sein. Wieso ist nicht vor mir? Ach, du bist schon lange an mir vorbei. Ich bin gar nicht an dir vorbei, oder? Wo bist denn du gerade? Kurz Fox vor Ende erster Sektor? Okay, nee, dann bist du schon lange an mir vorbei. Jochen! Ah ja, ich hab ja auch ewig in der Box gebraucht. Du fährst nicht auch in die Box, oder? Nee, wieso? Ach, das ist der Sven. Mit seinem geilen Auto. Der zieht jetzt gar nicht mehr. Meine Doch, Güte, die 100 mach ich Kilo. Das scheiß Handy aus. Wer kommt gerade auf die Corkscrew zu? Jetzt musst du Flügelleiter ein bisschen runterstellen in der Box. Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen. Der steht auf 1 vorne wie hinten. Ja, dann hilft das auch nicht mehr. Nee. Dann musst du mal schieben. Ja, eben, ich könnte dir nur sagen, nimm das Ding ab. Hast du getankt? Wenn der Schrott. Wieso bist du so schnell?
Wahrscheinlich, weil er auf Whisky oder an Literzahl angegeben hat. Ich hab doch auch nur 50 Liter getankt. Ja. Ja, da mache ich keine Experimente, nicht wegen Sprit machen liegen bleibt. Ah, dieses bisschen mehr Sprit merkt man richtig. Mit kaputtem Motor. Da geht jetzt gar nichts mehr vorwärts. Wop. Patrick? Oder wer ist das da? Oh, ich hab schön viel Grip mit 100% Reifen. Zieh doch! Mit Tommy! Danke, du bist gut zu sehen. Nach der Cox gut, Tommy, oder vorher? Nachher, ne? Ach, so viel aus. Oder in der Corkscrew, Option 3. Ja, wenn du hier so... Du hast mir eine Augenschrauben geleitet, aber was? Das hat er vorhin bei mir schon versucht, aber das hat nicht geklappt. Und? Hä? Willst du jetzt irgendwo vorbei, oder doch? Wir haben jetzt übrigens Halbzeit, für alle, die noch in die Box wollen. Ich habe aber 35 Liter drin, dann, was soll ich da? Reifen wechseln. Kaputter Motor plus 100 Kilogramm Sprit, 4 Sekunden Rückstand. Ich hab's diesmal gehört, ich mach dir innen Platz. Oh Scheiße, das war zu spät. Wenn der Tank groß genug wäre, könnte man durchfahren. Ja, die Reifen sind nicht das Thema. Bei euch. Bei uns. Also ich rutsch ganz schön hier, ey. Fahr mal mit 90%. Warum? Also das ist schön. Mhm. So fühlt sich mal wahrscheinlich Matthias auf der Geraden an, so wie ich in die Kurven da. Was ist denn los, Tommy? Untersteuern, ja, oder wie? Ich bin mal rutschen hier. Scheiß, die waren da. Tommy war noch nie der Reifenflüsterer. Kein Motorflüsterer. Tim ist eine Sekunde nur hinter mir? Wie kommt denn das? Was dagegen? Ja. Weil ich mich nicht wehren kann. Ich spiel mit dir, keine Sorge. Hallo, genannt. Hallo, wer? Servus. Hallo. Wo fahrt ihr gerade? Ein Stundenrennen. Laguna Seca. Fährt noch 28 Minuten. Alles klar. Boah. Irgendwie fährt mein Wagen nicht mehr. Wer ist wie eine Schnecke, Matthias? Ja, ich kann dir gerne meinen Motor mal geben. Nee, den will ich nicht. Ich bin eigentlich in jedem Abschnitt jetzt einen Gang tiefer, als ich eigentlich sein möchte. So, ich stoppe. Das schwere Auto und dazu der kaputte Motor. Ah, Mist! Ich dachte, du seist noch ein bisschen weiter hinten dran. Ich wollte dir gerade schön die Linie zumachen. Oh, nö! Sorry! Den Abstand hätte ich etwas größer eingeschätzt. Bei einer Zehntel. Muss ich mich hier kampflos geschlagen geben, oder wie? Wenn ich an Jochen nicht vorbeikomme, dann kann ich gern mit dir spielen. Soll ich Förmchen holen, oder? Was mach ich denn jetzt hier hinten? Ich fahre ein Scheißes an Grad. Ist das schlimm? Pack den Abschleppseil los, sonst zieh ich dich auf der Geraden. Lars ist in der Box. Jo. Yeah, ich bin an Lars vorbei. Ich habe aus Versehen gerade den Pitspeed-Limiter reingelegt mitten auf der Strecke. Ja, das passiert schon mal. Habe ich auch schon geschafft. Das ist nicht witzig. Doch. Nee. Ich bin da irgendwie eine halbe Minute rumgerollt, habe die Taste gedrückt, die wieder weg auszumachen und stand dabei Stefan im Weg. Und bin jetzt in die Wand in der Boxengasse gefahren, habe mir viel Schaden lassen. Und
Lars, bist du da weg von der Position oder nicht? Warum bist du in der Box? Ja. Schade. Jetzt in einer Runde mein ganzes Rennen. Tank normal nach und mach Flicks drauf. Nein, du sollst nicht nachtanken. Dann mach dir erst einen Schlenkerkurs vor dem Ausgang. Was? Du bist am Ausgang? Cheater. Vielleicht hast du Tanken vergessen. Du hast keine 30 Sekunden. Ich hab keinen Sprit, ich hab 25 Liter, was war das denn? Das ist nicht so. Ich hab doch Tank normal gemacht, aber wahrscheinlich nicht grün. Hast du nicht bestätigt? Ja, ich hab wahrscheinlich nicht grün gemacht, nur normal eingestellt, aber nicht grün gemacht. Ja. Ich Matthias, da muss ich wohl mit dir spielen. War der Flo schon in der Box? Jo. Ah, war ja klar. War die Hecke schon in der Box? Ja. Aha. Im anderen habe ich ja niemand mehr, mit dem ich hier fighten kann. Bis auf Matthias. Du kannst warten. Nee. Wer hat sich denn da gedreht? Jetzt nicht. Ich habe mich gedreht, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich bin gerade in der Box. Ach so, das war ich. Hab so gesehen, dass ein Pfeil auf einmal in die falsche Richtung zeigt. 1,2 Sekunden im ersten Sektor. Nein. Meine Reifen sind anscheinend noch nicht warm. Du musst nur mal in die Box jochen. Ja, aber nicht jetzt. Ich würde dann die Reifen nicht mehr wechseln. Da kommt der Tommy. Yep. Wow! Was der da für Schlenke? Woppa! 2,5 Sekunden im zweiten Sektor. Super! Hinter deiner Bestzeit oder verloren auf mich? Hinter meiner Bestzeit. Das ist ein 1,25,0. Ich verliere momentan 4 Sekunden ungefähr pro Runde durch schweres Auto und kaputten Motor. Ich habe auch ein schweres Auto. Ich hoffe mal, ihr wart noch nicht in der Box vor mir hier. Jetzt kommt gleich. Aber guck. Hey, nur 3,4 Sekunden. Schumi ist doch einst im fünften Gang stecken geblieben und konnte trotzdem noch fast so schnell fahren wie mit allen Gängen. Wieso gelingt mir das nicht mit dem kaputten Motor? Weil du anständig Leistung immer verlierst pro Runde. Das hatte ich auf Bathurst auch. 300 Stunden nach 30 Minuten habe ich mit dem Motorschaden angefangen. Das ging dann 30 Minuten gut, bis ich am Ende einen Topspeed von 150 hatte. Na, da bin ich noch ein bisschen drüber nach einer halben Stunde. Na, 23 Minuten. Ich wusste gar nicht, dass ich nur so weit hinter euch bin. Was ist bei dir kaputt, André? Der letzte Sektor. Nö, Boxenstopp. Achso. Was? Mehr als 8 Sekunden vor mir. Jetzt sind es nur noch 7. Ach, ich depper, fahr vorbei. Auch zu spät dran. Ja, zu spät auf der Bremse. Wie darfst du noch jochen? 13,8. Also reichen jetzt nicht. Davon gehen wir mal aus, es sei denn du schiebst jetzt. Oder fährst mit Standgas um die Strecke.
Du bist ja langsamer als du. Da musst du nur mal um die Box fahren und aufteilen. Das ist aber nett. Bist du ich? Ja, langsamer als du. Also wenn ich 40 Sekunden Vorsprung auf Matthias habe, fahre ich auch nochmal in die Box und hol mir neue Reifen. Ich habe jetzt schon wieder frische 96. Was? Das gibt's nicht, ey. Also meine sind bei schönen 99. Ja, da fährt man gerade auf das Ziel drauf. Ich? Ich fahr rechts. Fahr du links. Ich bleib rechts. Fahr du links. Ach, jetzt ist eh wurscht. Jetzt hat er ganz aufgegeben. Aber die letzte Runde war gar nicht mal schlecht. Nur 3 Sekunden hinter meiner Bestzeit. Hast du gar keinen Motor mehr, oder was? Nö, jetzt ausgebaut. Will er nicht mehr. Jetzt. Okay. Er hat er aufgegeben. Weiße Flaggen gehisst. Geblieben, Matthias. Hm? Bitte? Stehst du? Ich stehe jetzt. In Kurve 1. Ich meine, hast du länger wie ich durchgehalten? Ja. Ich hab's mir selber verbaut. Ich auch. Fahrfehler. Schaltfehler. Und dabei lief's am Anfang so gut. Ich hab euch noch lange gesehen da vorne. Da war der Motor erstmal hin, dann kam es alle vorbei. Aller Anfang ist schwer, Matthias. Also du siehst ja alle gleich wieder über Start 7 und nur da stehen bleiben. Ich bin eh schon in der Box. Stefan, du lässt aber ganz schön nach, was ist denn los? 1,24,9, 1,24,8. Hat keinen Druck mehr, da kann er doch so schnell fahren, wie er nur muss. 25,6. Lars! Wir gehen noch beide, Stefan, zwei, das macht er nicht. Was hast du gesagt? Bling, bling. Bling, bling. Ja, selbst Tommy ist schneller als Stefan. Auf Platz 2. Wenn ich zur Zeit mit Stefan fahren könnte, wäre ich zufrieden. Sven hat immer noch die schnellste Runde, das sollte Stefan sich nochmal überlegen. Wir waren da 43 Sekunden Vorsprung. Ja, aber die schnellste Runde, Tommy, das kann man doch nicht, ich meine, das muss doch. Matthias gibt für die schnellste Runde ein Haus. Auf schnellen Runden gewinnst du kein Rennen. Nee, aber ein schöner Preis. Hier. Stefan, dir fehlen nur 86.000, also halt dich ran. Oh, Sven ist auch nur, also unsere Hecke ist auch nur 65.000 hinter der Bestzeit. Zügig, zügig. Oh, ja, ja, ja. %94 Da ist was mit deinem Reifen. Ich kann sie nicht beantworten. Ja. Ich sitz draußen auf der Motorhaube und verspeise meine Reifen. Also bei Tempo 200. Also jetzt beim Fahren hier mit dem Kuli hätte ins Boxmenü da durchschalten, ne? Und hoch und runter und grün machen, verdammt in der Art. Oh. Ich bin 10 Sekunden verloren jetzt auf die da vorne. Du meinst wohl eher auf die da hinten. Könnte ich jetzt hier irgendwie durchschalten nochmal zwischen den einzelnen Fahrzeugen? Du hättest in die freie Kamera gehen müssen. Ja, kann ich in der Box bist, kannst du es leider nicht machen. Ja, so. Das heißt, ich kann jetzt hier nichts machen, als noch 17 Minuten absitzen. Ja, ETS genau. Testen. Wieso, der will doch ein Video haben, dann wird er da zum Schluss dann noch die Leute einblenden. Dann muss er bis auf dem Schluss dran bleiben. Ach so. Sonst hat er den Rest von den Leuten nicht drauf. Das überlege ich noch, ob ich ein Video haben möchte. Mit dieser mal wieder katastrophalen Vorstellung. Leck. Trennen Zahnfahrt mit der DTM war schlimmer. So, ich tank erst nochmal nach. Ich würde das Ding löschen. Wenigstens einer. Nee, die letzten 5 Assetto Corsa Videos sind ja auch in den Müll gewandert. Nee, nicht GameStocker Videos. GameStocker, Lars. Was macht. Ach, das ist Stefan. Ja, da freue ich mich schon, wenn Auto mal bis da rauskommt. Bin ich mal gespannt. Muss sagen, meinst du, dann fahre ich besser? Stefan. Hä? Meinst du, dann fahre ich besser? Na klar. Nur weil es dann Automobil. Ach, scheiß drauf. Automobiliste heißt. Oh, Jochen, das Ada, stellst du runter. Es wurde ja auch Zeit, meine Güte. Ja, 13. schneller als Sven. So gehört sich das.
Na super, mein extra Boxenstopp absolviert. Oh, hast du jetzt auch Sprit drin? Gaspedal löst sich. Jochen, hast du jetzt auch Sprit drin nach deinem extra Boxenstopp? Ja. Gut, braves Kind. Immerhin bist du noch auf der 8. Ich bin auf der 7. Ach Tim, gleich steigt wieder irgendwo gelber Rauch auf, kennst du das doch? Das wäre ja schön, wenn man überhaupt irgendwas hier sehen könnte, wenn ich man in der Box ist. Abstände zwischen den Fahrern oder so. Ich an die Box fahre. Also mir neue Reifen holen soll. Nur um mit dir zu fighten zu können. Aber 17 aber Sekunden. 17 Sekunden ist ein bisschen knapp, würde ich nämlich sagen. Also da müsste Sektor 3 wirklich noch ein bisschen nachlegen. In der im normalen Game, finde ich. Ja, das sollte man wirklich jetzt können, wenn man draußen ist, dass man die anderen anklickt. Das ja zum den einen, oder dass man zumindest mal ein Tableau hat von wegen, ich meine, ich habe hier die Position, ja, und ich habe die schnellste Rundezeit, aber ich habe keine Ahnung, wie weit ihr voneinander entfernt seid. Ich sehe den Vergleich zur besten Runde, ja, aber das war's. Das ist alles ein bisschen wenig, finde ich. Ja, mal gucken, was das Update bringt jetzt. Nächsten Monat. Bis auf, du wärst so nett, Jochen, und wartest auf mich, wenn ich an die Box gehe. Nee, ich komme mir so schön dicht heran, ich krieg dich ja so noch. Ja, nach vorne kannst du dann ewig mehr aufholen. Mein Crewchief eigentlich noch voll schwätzen, obwohl ich nicht mehr fahre. Ich soll mich konzentrieren die letzten 15 Minuten noch. Ich fahre ja schon seit einer über halben Stunde gar nicht mehr. Muss ich vielleicht mal sagen. Das ist gut. Push the short, sag immer. Hey Chief, ich bin schon in der Box. Ich bin ausgefallen, ich fahre nicht mehr. Oh, egal. Konzentrier dich weiter. Stay focused. The car in front of you is only 15 laps ahead und steht auch in der Box. Jochen, was machst du? Tire temperatures are okay. Nee, eben nicht. Da wir so lange stehen ohne Heizdecken, sind die natürlich im Keller. Wenn er Heizdecken drauf hat, nicht. Bitte, fahr durch, ich krieg dich. Warum sollten wir jetzt bitte schön Heizdecken draufkleben, wo das Ding noch durch ist für uns? Fürs nächste Rennen. Dann müssen sie vorher erstmal Motor tauschen und dann würden sie auch wahrscheinlich fürs nächste Rennen frische Reifen auflegen. Wir sind in Amiland, da ist alles möglich. Ah ja. Also ich würde es ja verstehen, wenn er sagen würde, the coffee temperature is okay. Aber... Tire Temperatures? Ich weiß nicht. Momentan würdest du mich nicht kriegen, Jochen, ganz knapp. Muss ein bisschen schneller werden. Ja, ja. Kriegen wir. Na, wir werden sehen. Hat er da einen Bug drin in der Runde? Ein Bug. Ein Käfer. Tja, so ein bisschen wenig Action. Lass uns ein kleines Seifenkistenrennen in der Box machen. Aber die Kameraposition kannst du doch wenigstens ändern, oder? Hätte, wo er ausgerollt wäre, hätte er in die freie Kamera gehen müssen. Da hätte er ja zuschauen können. In der Dings geht's nicht, wenn du in der Box bist. Da siehst du nur dein komisches Tableau. Achso. Warum fährt er auch in der Box? Also Jochen, ich weil er stehen geblieben wurde. Oh. Also ich muss ja sagen, so wirklich warm ist es hier nicht. 19 Grad außen, 28 Grad Strecke. Das ist frisch für Kalifornien. Hätte ich mir wärmer vorgestellt. Wie viel Prozent hast du noch, Jochen? So langsam wird es bei mir schwammig mit meinen 94. Ich hab wieder auf die scheiß Anzeige geguckt. Psychologische Kriegsführung nennt man das. Also es klingt nicht so, als sei auf der Strecke wirklich Action, weil ich höre immer nur ein einzelnes Auto vorbeifahren und dann ist für Sekunden Ruhe. Gibt's irgendwen auf der Strecke, der im Infight ist? Ich glaube, da sind jetzt zwei nach der Corkscrew. Die müssen im Kampf sein, aber ich kann dir nicht sagen, wer es ist. Das wären die Herren Blink und Kleemann zusammen und der Patrick. Okay, Patrick und Warum Flo. Ist die Hecke eigentlich schneller? Weil der verdammt zügig ist. Der ist fast so schnell wie Sven gewesen auf der schnellsten Runde. Okay, Sven hat seine schnellste Runde vor Ewigkeiten gefahren. Mit viel Sprit. Und schlechten Streckenbedingungen.
Aber die Rundzeit, die hier steht, die ist schon nicht schlecht von der Hecke. Hat R3E schon dynamische Strecke, bitte während des Rennens besser? Ich glaube, das springt immer nur von Session, zu Session. Das ist auch nur in der Session, so. Manchmal. In der Seto Corsa ist ja auf der gesamten Strecke basiert ein R-Faktor dann ideal linienmäßig. Jetzt lass mich doch meine Erklärung hier so, ich meine. So. Aber ich wollte deine Kompetenz nicht in Frage stellen. So. Ja, ja, genau. Was für ein Ding? Korpulenz. Ja, danke. Die habe ich. Oh, ein Lars, wo bist du gerade? Vor dir. Was ist denn da bei der Hecke passiert? Mein Nix. Motor hat sich irgendwie verabschiedet. Nee, yay, oder? Der nächste! Oh Mann, ey. Aber ja, Mann, mir auch. Was soll das denn jetzt? Ey, sie haben die Strecke ausgewählt zum Durchfahren. Ich glaube, das hat nicht so ganz geklappt, Sven. Ja, ich weiß auch nicht. Ich konnte noch niemals mehr lenken, ey. Alles. Auf gerader Strecke noch niemals hochtouring. Yeah, ich bin Sechster! Und gleich bist du Fünfter. Stefan, runter vom Gas. Grußheim. Stefan kann jetzt den Arm raushängen. Ja? Ich sag ja, wir fahren mal iRacing-Taktik, immer auf Ankommen fahren. Nennt man noch heutzutage Jochen-Taktik. Zurückhaltend, langsam und vorsichtig. Genau das Gegenteil von mir. Was ist denn jetzt mit dem Tommy? Ausgerollt. Gerade vor mir. Nichts geht. Ja, doch. Dein roter Motor. Dein Motor rot jetzt oder was? Ja, klar, alles rot. Gerade auf Strecke. Ja, bist du zu schnell gefahren? Ach nee, noch niemals hoch, Tori. Ich bin ja ganz gemütlich gefahren. Ich hatte ja Zeit. Jetzt. Oder hast du den Boxengaslimiter reingebaut? Lars. Ja. Nee, der ist so weit weg. Gute Quote. Von 11 Mannen sind jetzt schon 4 nicht mehr dabei. Das ja, erinnert mich an alte Formel-1-Tage. Ja, Buzzfest war schlimmer. Da waren wir zu 11 oder 12, glaube ich. 13 waren es. 13 und zu 15 mal ins Ziel gekommen. Ah, oh, okay. Und, ja, und alle ja, waren überrundet. Aber Buzzfest ist ja auch, finde ich, ein bisschen da schwieriger. Da gehen sie hier 15 Minuten rum und dann musst du 10 Minuten zugucken, wa? Ja. Ah, Stefan, ey. Er hat alle überrundet. Nee, noch nicht. Also Florian und Patrick sind noch in der gleichen Runde. Ja, genau. Ja, aber den Rest. Genauso wie in Buzzfest gewesen, wo ich alle überrundet habe. Ich war ja nur auf zweimal in der Patrick Box. War doch nicht überrundet, den hast du vorbeigelassen. Den habe ich zum Schluss wieder vorbeigelassen. Ja, aber es hat die 2 Minuten noch nicht ausgereicht. Nee, mein Lenkrad ist ausgefallen, da war nicht der. Ach, guck mal an. Ja, dann werft das Ding wieder an. Du bist noch vor Lars und du kannst den Jochen noch locker einholen. Jochen. Also inzwischen bin ich bei 92%. Ich glaube, das wird hier unter 90% enden bei mir. Was machst du mit deinen Reifen? Keine Ahnung. Ich glaube, das Center war da komplett zerlegt. Ja. Danke. Bitte. Wäre der Bentley im Spiel gewesen, dann wäre ich ja bei Bathurst dabei gewesen. Das der ist doch den BMW fahren können, der hat auch so ein Schiff gewesen. Ja, ich hätte auch den Camaro fahren können. Ja, ja, klar. Danke. Camaro hättest du auch fahren können, ja. Aber nächstes Jahr ist er dabei. Zu der Zeit war ich ja noch nicht offiziell wieder zurück. Da hatte ich ja noch nicht mal das Video aufgenommen. Der hätte ja auch kein Video machen brauchen, der wäre einfach 2 Stunden mitgefahren und gut ist gewesen. Nachdem ich 2 Monate gar nicht gefahren bin. Überhaupt nicht, null. Ach, Porsche ist so schön. Ja, der fährt sich der. Nee, ich finde den total schwammig. Ich finde den so schlimm, den Porsche. Ja, ich habe mich jetzt dran gewöhnt gerade. Jetzt geht's. Aber schwammig ist ja immer noch. 4 Stunden Vorbereitung für die Katz. Kann das sagen? 10 Jahre Vorbereitung für die Katz. Ne, gestern noch 40 Minuten Trainings- Testrennen gefahren, ob das alles so funktioniert mit den Zweifachreifen und Zweifachsprit. Heute Morgen noch trainiert? Ja. Aber ich mir vorher sagen können, dass ich 2 Boxenstopp brauche. Nee. Ein Boxenstopp brauchst du. Oh. Hättest du auf grün drücken müssen. Ja, ich weiß. Oh, Tommy hat sich in die Box geschleppt. Macht er jetzt seinen regulären Boxenstopp oder wie? Oder gibst du auf? Der Tommy überhaupt noch?
Ja, ich stand vor dem Boxengasse. Ich bin an der Mauer da vorbeigeschlichen und an den Boxengasse. Gas geben konnte ich noch. Aber lenken kann ich nicht mehr. Also ich muss mal nachgucken. Okay. Ja, noch 6 Minuten. Ich weiß wirklich nicht, ob man das zeigen sollte. Es passiert ja auch nichts. Kannst du es dir überlegen? Ja, ich hab Tommy überholt. Ja! Ja, guck mal, durchkommen ist alles. Ja, siehst du, ich hab keine Fehler gemacht und bin vor Jochen und Lars gelandet, obwohl wir gleich schnell fahren. Ja, okay, mittlerweile habe ich auch noch Getriebesalat, also. Wobei das ja. Schmeckt er wenigstens. Ja. Ich habe 91er Reifen, die schmecken noch besser. Naja, ich roll hier mit 2 Minuten Zeit hier rum. Ui, das ist nicht so zügig. Oh. Wie ein Bass hörst du? Ah, Tommy hat jetzt auch einen DNF. Gut. Will noch einer ausfallen? André zum Beispiel? Ja, ich glaube, ich fall auch gleich aus. Wieso? Ich weiß nicht, ob mein Motor noch hält. Kann auch Reifen platzen, ist das eine? Nein. Gibt's nicht. Oh gut, dann falle ich nicht aus. Solange mich der Jochen nicht einholt. Also mein Grundschiff hat sich nicht mehr. Bei 7 Sekunden, also die Hälfte habe ich abgeknabbert. Ja, weil ich gerade einen Fehler gemacht habe. Ja, ist ja egal, habe ich auch gemacht. Die 90er Reifen sind sehr prickelnd. Kannst du in der Box fahren? Räum weiter. Außerdem hast du immer nur eine halbe Sekunde abgeknabbert. Und selbst wenn du rankommst, rankommen ist das eine, vorbei das andere. Ja, das schubst du mal dann schon. Kriegen wir dann schon. Jonas, 7/10 Rückstand sind kein Grund, keine Dive-Bomb zu versuchen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Ah, lang ist her. Hockenheim lässt grüßen. Nee, doch, war das Hockenheim? Ey, was denn? Doch, das müsste doch die Hanadl in Hockenheim gewesen sein. Ich habe auf Norisring eine Divebomb gemacht mit einer Sekunde Rückstand. Gut, kann man auch machen, kann man auch machen. Das war gegen dich, also. Es war doch Rückstand. Bei mir hat es funktioniert in China mit den GT3s. Ja, bei mir auch gegen Swordy, also. Wobei er hat auch sehr glimpflich zurückgesteckt. Man kann es natürlich auch so machen wie die gute Frau Senna. In der Haarnadelkurve. Also das ist ein geiles Video. Das kommt jedes Mal gut. Wie das Ding dann gegen die Kamera fliegt oder in Richtung Kamera. Ah, ein toller Anblick. I can see you. I believe I can fly. Genau. So, ich habe die 90er Marke geknackt, 89 vorne links. Alter. Und ich hätte mit 1 aus 1 durchfahren können. Unglaublich, echt. Im gleichen NSU-TT-Rennen, halbe Stunde Bratwurst, ja? Nee, was viel Besseres. Wir fahren eine Stunde auf Norrisring. Tipp-TT. Super. NSU auf Macau. Das stellt mein Schuss. Boah, der kommt den Berg nicht hoch. Der kommt doch den Berg nicht hoch, genau. Da kommt er den Berg hoch. Ach, dann stellen wir uns alle an und schieben uns gegenseitig. Mit der Corkscrew habe ich das sogar getestet, das geht. Hey, wir können ja einen GT3-Boliden dazustellen, der dann im Prinzip den Sessellift memt. Ja, dann muss dann aber Matthias fahren. Ein Trommelwagen in Macau mit 100% Schaden. Oh ja, das wäre geil. Oh. Du bist doch der Erste, der irgendwo dagegen donnert. Also kommst du mit dem Ding doch gar nicht die Haarnadel rum. Der ist doch viel zu lang. Muss schnell genug fahren, dann kommt der Dampf aus auf die Kurve. Ja, du kommst damit rum mit den Formelwagen, doch. Also ich bin da sogar schon online gefahren mit den Teilen. Also Formel 3 fährt dort, also. Naja, die sind aber auch viel kürzer, das wisst ihr schon. Ja, geht aber trotzdem schöne. 2 Minuten noch, Stefan. Nein, mein Wagen geht nicht mehr. Yay, der nächste Ausfall. Wir haben ja schon wieder 50% Ausfallquote, ey. Du hast gebremst. Wie hoch war eigentlich die Ausfallquote bei GameStocker auf der Stadtstrecke? Ich glaube, sind da nur 3 gekommen. Oh, weiß ich nicht. 88%. Nein, das war nicht die Ausfallquote. Du sollst echt mal über deinen Fahrstil nachdenken. Das ist mit dir am Setup. Ah.
Also ich fahre mit 6er Flügel, habe aber noch 97%. Lass aber nicht das untersteuern. Das hat ja rausgemacht aus dem Setup. Das Setup war gut. Das war für Platz 4 bestimmt ausreichend. Nö, du. Wenn du den Motorschaden nicht gehabt hättest, hättest du sogar auf Platz 3 reinfahren können. Oh, ja, das glaube ich nicht. Ich bin neben der Strecke. Ja, vielleicht doch. War ja schneller als Patrick, aber Tommy hat mich locker geschlagen. Als der einmal vorbei war an Patrick, da sagte er nur noch Arrivederci, hat einmal freundlich gewunken und dann war er nicht mehr gesehen. Ja, du bist ja auch so schön vorbeigefahren. Ja, weil der Tommy war von der Zeit her nur 4 Zehntel schneller wie du von der Bestzeit her. Also. Ah, ihr habt alles, so viele Fehler alles im gemacht. Rahmen. So viele Fehler. Und der große Fehler halt sowieso mit dem Motor hochjagen. Das hätten sein dürfen. Passiert. Ärgert mich aber schon wieder. Genauso wie bei dem 2 Stunden M1-Rennen, wo ich dann nach einer Stunde 50 mit dem Motorschaden aufgeben durfte. Man schon in der letzten Runde, da muss er noch mal. Ich glaube, er muss noch einmal. Er muss noch einmal rum, ist gerade in die letzte Runde gefahren. Oh, schaffen das meine Reifen? Kann doch gar nicht sein, der ist ja hinter uns. Also hier wird er angezeigt, dass er schon in der 42. Runde ist. Hier steht auch noch nicht last round. Doch, letzte Runde steht doch. Doch, jetzt ist null. Oh, Gott sei Dank, meine Reifen. Ja, 5 Ausfälle bei 11 Fahrern, ist okay. Gott sei Dank habe ich auch noch nicht mehr gekriegt. Jetzt ist er am Ziel. Glückwunsch, Stefan. Ja, Stefan, gut gemacht. Durch die Korkskugel. Du hast deinen Motor gut am Leben gelassen, Stefan. Gut ab dafür. Da habe ich auch nie Probleme mit gehabt. Also wir haben jetzt einen Motorschaden aufgrund von Einschlag. 2 Motorschäden einfach so. Ein DNF aufgrund von technischen Defekt im RL und ein Getriebedefekt. Jo. Gut. Und ein unnötiger Tankstopp. Ja, ja. Aber 87% waren es am Ende. Boah. Doch ein ganz normales Rennen gehabt, oder? Ein Langstreckenrennen war das nochmal. Wieso ist André jetzt in der Box? Ich bin schon durch. Alle durch. Achso, du bist jetzt hier, hast du der. Ja, ich hab ja. Ja, weil du der nicht von außen warst, ja. Gut, passt. Oh, Patrick und Flo, was sind da los? Er wollte es wohl verspannt machen. Ich hab mir gedacht, das Ziel ist aber noch weiter vorne, wenn du vom Gas gehst. Hey, ich hab nicht hochgeschaltet, ich bin im Gang stecken geblieben. Achso, schade. Oh, nee, oder? Nee, er ist ja noch vorgekommen. Ich glaube knapp, aber. Ich dachte, du wärst vom Gas gegangen, weil auf einmal. Und da dachte ich, das Ziel ist aber noch weiter vorne. Hab ich mir dann auch so gedacht, ne? Scheiße, müssen wir nochmal hochschalten. Das wird sonst nichts. Das waren. Also, das machen wir noch kleinen TTS auf einer kleinen Strecke. Das waren nun die 60 Minuten Laguna Seca. Ob ihr das Video jemals sehen werdet, steht noch in den Sternen. Bis irgendwann mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.